but I'm gone. Ride till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is matted black, got the bushes black to match. Riding on a horse, you can whip your Porsche. Moin, moin, liebe Leute. Heute mache ich eine Mod-Vorstellung. Und zwar habe ich im Internet gerade gesehen, einen Unimog der neueren Generation. Den Link werde ich natürlich auch in die Videobeschreibung tun. Und wollte ihn heute erstmal hier einmal vorstellen. Mal gucken, wie er dann so ist. Vielleicht seht ihr dann auch in den Livestreams von mir, auch wie ich dann hiermit auf dem Server fahre. Hier kann man jetzt zum Beispiel Personen ändern. Mit Deck. Also fangen wir mal nochmal neu an. Also einfach nur so normal. Mit so einem Deck, dass man da was drauf tun kann noch. Mit der Dreipunktachse. Das heißt, ihr könnt den dann sozusagen als Trecker benutzen auch. Dass ihr hier noch was mit transportieren könnt. Und natürlich hier auch nochmal mit Dreipunktachse. Und natürlich auch noch hier. Weiß nicht, was man hiermit so ganz machen kann. Das werde ich auf jeden Fall auch noch testen. Oh, ja. Werden wir das auf jeden Fall jetzt mal testen. Reifenhersteller. Was gibt's denn da für Auswahl? Towing. Stock. Okay, Towing. Dann nehmen wir mal die. Reifenvariante. Offroad. Ja, das passt am besten. Extras. Oh, ne. Haben wir die Bulba. Ja. Mit Lichter auch noch. Nice. Forst? Ne, Forest Direct. Oh, ah, doch da oben. Ja. Bulba plus Lights. Und All In. Nice. Werden wir das mal machen. Was kann man noch machen? Motorausführung. Okay. 299 PS, ja. Das werden wir mal ausprobieren hier. Wenn wir das gute Ding mal kaufen. So. Okay. Also lenken ist schon mal gut. Das sieht echt schon nice aus, muss ich ehrlich sagen. Was kann man denn jetzt hier noch machen? Okay. Frontladerarm, hä? Okay, ein bisschen buggy. Okay, kann man hier nichts machen? Ne. Schade, ich hätte mir eigentlich was anderes gewünscht, dass man damit irgendwie noch was machen kann. Und dann werden wir den mal ein bisschen testen. Versuchen wir mal mit Licht. Mal da unten einmal. Da oben. Oh, okay. Ja, was hinten eigentlich fehlt, sind noch die Arbeitsscheinwerfer. Okay, die sind da oben. Naja, einer. Okay, also. Ist da noch ein bisschen verbuggt. Sieht man hinten nichts von. Rundumlichter. Hat er einen da oben. Oder ist aber wenig, aber. Naja, Blinker funktionieren auch beide. Guck mal, wie gut deine Kurve ist. Übrigens, für die Leute, die sich fragen, das ist die Geiselberg-Map. Okay, also das ist... Man sollte damit nicht ein bisschen höher fahren, schneller fahren, also... Da muss man dann schon aufpassen, sonst passiert das.
Aber dann wissen wir ja schon mal Bescheid. Dann wollen wir jetzt hier mal das Fahrzeug suchen. So. Wenn wir das nochmal zurücksetzen. Und werden dann nochmal die anderen Sachen ausprobieren. So. Ups, da. Genau, konfigurieren. So. Und dann haben wir jetzt das. Wollen wir mal das ausprobieren? Das ist natürlich dann auch am besten für Forst. Ja, wollen wir. Dann bin ich jetzt mal gespannt, wie jetzt die Arbeitslichter sind. Werde ich jetzt mal die Zeit hochstellen. Und damit gleich mal aufs Feld fahren. Mal gucken, ob der auch grubbern kann. Ah ne, falsche Seite. Gucken, wie wendig er ist, ob das passt. Ja, also wendig ist er auf jeden Fall als manch andere Traktoren. Möchte ich jetzt mal versuchen, so durch den Wald zu fahren. Aber da muss ich noch mal drehen. Mal gucken, wie er da vom Fleck kommt auch. Haben wir hier keinen Weg, der ein bisschen berghoch führt. Schade. Aber Steine müssten hier irgendwo mal sein. Gucken, ob man darüber fahren kann, ohne dass der wegkippt. So wie bei den, ja, sage ich jetzt mal, Traktoren hier. Oder wie bei dem MAN. Aber selbst so eine Steigung ist nichts für ihn. Okay. Hier ist auch schon die Map zu Ende. Wo kann ich das denn noch gucken? Also was da auch geschrieben wurde, wie ihr im Shop sehen konntet, der Unimog, der fährt nur 90 im Spiel. Aber wenn ihr jetzt nochmal seht hier, ich gehe jetzt nochmal in den Shop rein. Und das müsste eigentlich nochmal angepasst werden, weil hier steht 120 Stundenkilometer. Also da passt irgendwas nicht zusammen.
So. Ja. Aber wenn ich den natürlich dann auch im Stream benutzen werde, werde ich ihn natürlich auch noch ein bisschen umwandeln und umschreiben. Das wird dann alles klappen. Und ja, das war's mit der Mod-Vorstellung. Und dann freue ich mich schon bis zum nächsten Mal. Ciao.